Ja, ich begrüße euch und Sie ganz herzlich zu der heutigen Buchvorstellung. Es klingt vielleicht ein bisschen überraschend, das ist jetzt wieder unsere Lunch Lecture, die wir hier regelmäßig abhalten. Es geht um das Buch Die Idee der Homosexualität musikalisieren zur Aktualität von Guy Ockingham. Und das ist vielleicht erstmal ein relativ überraschender Titel und ich hoffe, dass ich so nach und nach einen Einblick dann gewähren kann einfach in das Buch. Also es wird wahrscheinlich relativ schnell deutlich werden, dass es nicht etwa um ein schwules Musikbuch handelt. Wir werden jetzt nicht irgendwelche Titel dann auch hören und wahrscheinlich haben aber auch nur wenige Personen bisher den Titel oder den Namen Guy Ockingham gehört, sodass da vielleicht auch noch ein bisschen deutlicher werden würde, warum er gerade für die heutige Zeit sehr interessant ist. Also warum sollten wir uns heute mit Guy Ockingham eigentlich befassen? Ausgangspunkt für das Buch ist einmal, wir haben jetzt 2018, also 50 Jahre sexuelle Revolution einerseits, aber auch der 30. Todestag von Guy Ockingham. Und Guy Ockingham war ein Schwulenaktivist und Autor in Frankreich, der allerdings auch relativ deutlich die Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin mitgeprägt hat und auch punktuell dann durchaus über weitere Wirkungen auch die DDR mitgeprägt hat. Guy Ockingham hat sozusagen auch mit der Gruppe FHR, also das ist sozusagen eine radikale, aktivistische, homosexuellen Gruppe aus Frankreich gewesen. Er hat auch in der BRD West-Berlin beispielsweise Demonstrationen mitbegleitet, schon in den 70er Jahren. Und damals haben schon die französischen und die italienischen Aktivisten und Aktivistinnen sehr deutlich sozusagen mit bei so einer Veranstaltung deutlich gemacht, dass sie einen gewissen Abstand auch zu der deutschen Darstellungsform erleben und dass das ihnen alles schon relativ bürgerlich vorkam. Also sie zogen dann im Stechschritt sozusagen neben der Demonstration her und also so preußischer Stechschritt so und skandierten: Wir wollen einen rosa Volkswagen. Also sie haben sozusagen das ganze Bild ein Stück weit karikiert. Obwohl es diese Vernetzung gibt, ist Guy Ockingham hierzulande kaum bekannt. Was interessant ist, weil in Frankreich ist er viel diskutiert, auch jetzt 2017, 2018 viel diskutiert. Das hat niemals abgenommen. Er hat gerade auch mit Michel Foucault, mit Guattari, mit Jean Genet, mit verschiedenen Personen war er selbstverständlich bekannt. Und insofern gehört er auch zu so einer Theorietradition, aber sehr verwoben auch mit Aktivismus. Also einmal in Frankreich sehr bekannt, aber auch in den USA sehr bekannt und auch weiter sehr rezipiert. Und interessant ist, dass vor einigen Jahren jetzt gerade von seinem Hauptwerk, das homosexuelle Verlangen, also das ist auch in deutscher Sprache schon 1974 erschienen, aber auch in Spanisch wurde jetzt vor einigen Jahren eine neue Übersetzung veröffentlicht. Und auch in der Türkei ist das Buch jetzt gerade erschienen und in Serbien wird er intensiv diskutieren. Also er hat offensichtlich gerade jüngeren queeren Leuten einiges zu geben. Und ich möchte einfach mit der Vorstellung heute den Blick eröffnen, warum er vielleicht gerade so interessant ist. Das wird aus den Arbeiten sehr deutlich werden. Also das homosexuelle Verlangen quasi als eine Perspektive, das eigene sexuelle Begehren nicht in Schubladen zu stecken, sondern eher im Sinne von Möglichkeiten das Ganze zu beschreiben. Und er ist aber auch sehr interessant in Bezug auf die Reflexion von Rassismus und in dem Sinne auch Intersektionalität, also Intersektionalität in dem Sinne Zusammenwirken von Geschlechterverhältnis, Klassenverhältnis und Rassismus. Also insofern kann man auch in seiner Biografie da einige Entwicklungen nachvollziehen. Ich habe jetzt also viermal zwei Seiten als Text vorbereitet, die ich so nach und nach gerne lesen würde. Dann haben wir auch eine ganz gute Grundlage, glaube ich, auch um ins Gespräch zu kommen. Und dann könnten auch alle möglichen Fragen dann dazu gestellt werden. Als Ablauf habe ich vor, einmal so ein bisschen den Ausgangspunkt des Buches so kurz aufzuzeigen. Also was sind eigentlich die inhaltlichen Fixpunkte? Warum sollten wir uns heute mit Guy Ockingham befassen? Als zweiten Punkt würde ich auf ein paar biografische Punkte noch eingehen, also einige
Drittes würde ich dann in zwei Seiten zu seinem Hauptwerk, das homosexuelle Verlangen, vorlesen und dann nochmal ganz abschließend zwei Seiten aus einem Text von Guy Ockingham, der 1976 erschienen ist und der, glaube ich, auch nochmal einen ganz guten Eindruck eröffnet, wie er eigentlich geschrieben hat. Der Text ist erstmals in deutscher Sprache erschienen. Also, er liegt bisher noch nicht in deutscher Sprache vor. Ansonsten gibt es aber auch einige Übersetzungen eben von Guy Ockingham. Als Vorbemerkung noch vielleicht mit dazu, das wird gerne bei einem Buch dann immer überlesen. Wir haben bei dem Buch mit vorgesehen einmal eine ausführliche Bibliografie und eine Zeittafel am Ende. Die Bibliografie am Ende des Buches ist tatsächlich die erste vollständige Buchbibliografie, die es überhaupt zu Guy Ockingham gibt. Also es gab bisher weder englischsprachig noch französischsprachig gab es eine vollständige Buchbibliografie, selbstverständlich. Selbstverständlich auch immer mit den Hinweisen, was liegt auch in deutscher Sprache vor, also was ist sozusagen nicht nur französisch und englischsprachig dann verfügbar. Und als zweiter Punkt, die Zeittafel ist auch nicht unwichtig, weil wir versucht haben, damit einmal die konkreten gesellschaftlichen Entwicklungen, Ereignisse in Frankreich und wiederum die Biografie ins Verhältnis zueinander zu setzen. Es ist insofern wichtig, wir haben 1945, ist natürlich erstmal Zweiter Weltkrieg zu Ende, das gilt insgesamt für Europa, damit selbstverständlich auch für Frankreich. Gleichzeitig gehen in Frankreich die Kolonialkriege los und weiter, nämlich einmal der Kolonialkrieg gegen Algerien und andererseits der erste Indochina-Krieg, also Vietnam-Krieg. Und das bedeutet, das prägt junge Leute in dieser Zeit. Also Guy Ockingham war in dieser Zeit gerade 16 Jahre alt, als der Algerien-Krieg zu Ende ging. Also insofern tatsächlich, es ist sozusagen, das prägt sozusagen die Aushandlungen, die in der Zeit dann stattfinden können. Und damit war auch Guy Ockingham damit konfrontiert, dass er potenziell in einen solchen Krieg eingezogen werden könnte. Also das vielleicht als Vorbemerkung. Auch für eine Zeittafel noch mit interessant, dass die Strafparagraphen in dem faschistischen Vichy-Regime, was eben gerade mit den deutschen Nazis sozusagen zusammengearbeitet hat, dass erstmalig mit diesem Vichy-Regime in Frankreich wieder Strafparagraphen gegen gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen auf den Weg gekommen sind. Die wurden 1942 eingeführt. Zwischen 1791 und 1942 hatte es keine Ungleichbehandlung zwischen gleich- und andersgeschlechtlichen Sex gegeben. Ab 1942 haben wir dann unterschiedliche Schutzaltergrenzen vorliegen, nämlich für andersgeschlechtlichen Sex haben wir die Schutzaltergrenzen 13 Jahre und für gleichgeschlechtlichen Sex haben wir 21 Jahre. Also das vielleicht auch als Hintergrund noch mit relevant. Also das, was wir aus unserer heutigen Perspektive, auch aus Betrachtung von Achtsamkeit beispielsweise, dann in Bezug auf Schutzalter denken und auf Fragestellungen, auch zum Beispiel sexualisierte Gewalt, Missbrauch und ähnliches, muss man sich ein Stück weit anders wiederum angucken. Es spielt insofern eine Rolle, weil Guy Ockingham seine ersten sexuellen Erfahrungen mit 15 Jahren hat. Und da spielt dann wiederum rein, das ist durchaus auch in der Zeit durchaus kritisch diskutiert, aber die pauschale Schutzaltergrenze ist eben da sozusagen, das ist die konkrete rechtliche Regelung. Kritisch diskutiert wurde, dass es eben auch mit seinem Philosophielehrer war, also dass sozusagen auch ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis damit verbunden war. Das als kleine Vorbemerkung und damit würde ich jetzt einfach einsteigen mit einer Lektüre. Es sind insgesamt vier Beitragende zu dem Band, einmal Rüdiger Lautmann, sehr bekannt als Sexualwissenschaftler, der tatsächlich ganz zentrale Arbeiten gemacht hat, will gar nicht so viel zu den Leuten sagen. Dann Norbert Reck, der ein queerer Theologe ist, der sozusagen auch aus dem eigenen Blickwinkel sich das anguckt, aber glaube ich auch darüber hinaus spannende Perspektiven eröffnet. Dann Guy Ockingham mit seinem Beitrag in Übersetzung durch Sally Alexander Wolter. Und ich versuche sozusagen durch meine Beiträge letztendlich das ganze Buch zusammenzuhalten und das Ganze zu rahmen. Und ich lese jetzt als erstes kurz aus der Einleitung vor und da wird auch dann der Titel deutlich, also warum eigentlich dieses Musikalisieren. Und zwar:
Georg Ingham revisitet seine Aktualität für queere Reflexionen. Zitat: Ich würde die Idee der Homosexualität gern musikalisieren. Sie existiert nur in ihren Rhythmen, ihren Intervallen und ihren Pausen. Sie existiert nur durch ihre dramatische Bewegung. Sie konjugiert Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit in diesem Rhythmus des Erscheinens und des Verschwindens. Zitat Ende von Georg Ingham nach Bill Marshall. Anne-Maria Gose kennzeichnet in ihrem immer noch unübertroffenen Band Queer Theory eine Einführung, Arbeiten der 1970er Jahre, unter anderem diejenigen Georg Inghams, als Ideengeber für das, was heute unter dem Begriff Queer verhandelt wird. Sie schreibt, Zitat: Im Klappentext der Ausgabe von Georg Ingham, Das homosexuelle Verlangen von 1993, schreibt Douglas Crimp, obwohl das Buch vor mehr als zwei Jahrzehnten unter den Nachwirkungen von Mai 68 und Stonewall geschrieben wurde, könne es sehr wohl als erstes Beispiel für das gelten, was heute Queer Theory heißt. Zitat Ende. Eine periodisierende Entgegenstellung lesbischer und schwuler Programmatik auf der einen Seite und queerer auf der anderen scheitert notwendig. Vielmehr ergibt sich bei gründlicher Betrachtung der respektiven zeitlichen Kontexte für beide ein Ringen zwischen normativen und nicht normativen Sichtweisen in den jeweiligen Diskussionen, teilweise selbst in den Argumentationen ein und derselben Person. Mit Bezug zu Eve Kosofsky-Sedgwicks Vorwort zur zweiten Auflage von Between Men, English Literature and Male Homosocial Desire arbeitet Jagose heraus, dass seit Mitte der 1980er Jahre eine hochproduktive queere Community entstand, deren Grundlage ausdrücklich davon ausging, dass die Grenzen von Identifikation und Begehren zwischen den Geschlechtern, rassisierten Gruppen und sexuellen Kategorien überschritten werden müssen. Diese queere Denkweise sei dabei nicht einfach das Ergebnis vorangegangener lesbischer und schwuler Studien, sondern stelle vielmehr deren Quelle dar, die bleibende wunderbare Fruchtbarkeit sowie Ideenreichtum, Kühnheit, Offenheit und Tatkraft kennzeichneten in der Geschichte bereits länger Arbeiten mit queeren Vorzeichen. Diese Offenheit von Diskussion wendet sich der vorliegende Band zu. Er nimmt das 50. Jubiläum des Mai 1968, mit dem gemeinhin auch die sogenannte sexuelle Revolution in Verbindung gebracht wird, und den 30. Todestag des schwulen Aktivisten und Autors Georg Ingham zum Anlass, sich mit dessen Perspektiven, Analysen und Begründungen zu befassen. Dabei kommen Fragen in den Blick, die heute wieder aktuell sind und derzeit in größerer Breite bearbeitet werden. Das gilt etwa für die kritische Betrachtung der Entgegenstellung der Schwulen auf der einen Seite und der sexuell aktiven Araber auf der anderen, aber auch für Fragen fester schwuler Identität und der Marktförmigkeit schwuler Identität und Lebensweise. Rüdiger Lautmann und Norbert Reck, Kenner der Diskussion aus unterschiedlichen akademischen Sichtweisen, haben sich für diesen Band noch einmal gründlich mit den Arbeiten Ockinghams befasst. Einerseits mit ihrer Bedeutung für die schwulen Emanzipation in den 1970er Jahren in Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland, andererseits mit möglichen Anregungen, die sich aus ihnen für heutiges Streiten und aktuelle Analysen gewinnen lassen. Und die Beitragenden gehen in ihrer Bewertung in die Richtung, die auch Jagose und Sedgwick vorschlagen. Ockingham eröffnet aus ihrer Sicht queere Perspektiven. Rüdiger Lautmann formuliert in seinem Beitrag explizit das Ziel, Zitat, Ockinghams Buch Das homosexuelle Verlangen als einen wahren Klassiker der queeren Wissenschaft sichtbar zu machen. Auf meine Bitte haben Rüdiger Lautmann und Norbert Reck auf die Frage der schwulen Emanzipation und die nach Identität fokussiert, sodass weitere wichtige Themen wie die Aushandlung zwischen Schwulenbewegung und Frauen-Lesben-Bewegung nur am Rand aufscheinen. Ausdrücklich ausgespart bleiben die Auseinandersetzungen in der Schwulenbewegung um Pädosexualität, die sich auch in den Arbeiten Ockinghams zeigen, in denen teilweise sehr unkritisch sexuelle Beziehungen Erwachsener zu Jugendlichen um die Pubertät und mitunter sogar zu Kindern bagatellisiert werden und die sich darstellenden Machtverhältnisse zwischen Erwachsenen und Kindern aus dem Blick geraten. Während diejenigen, die zum Beispiel in Bezug auf das Unterworfensein der Schwulen unter das Regime der Polizei vorhanden sind, von Ockingham durchaus thematisiert werden.
Derzeit werden die Positionierungen verschiedener emanzipatorischer Bewegungen der 1970er und 80er Jahre zu Pädosexualität wissenschaftlich aufgearbeitet. Seit einem entsprechenden Auftakttreffen, das 2016 im LSBTI-Sternchen-Tagungszentrum Waldschlösschen stattfand, finden solche kritischen Reflexionen auch in der schwulen Bewegung statt. Mit der Publikation der Ergebnisse ist in den kommenden Jahren zu rechnen. Also das vielleicht kurz vorangestellt, einmal so, was kann die Bedeutung sein unter einem queeren Vorzeichen, also was hat uns gerade Ockingham heute zu geben, andererseits aber auch eine Abgrenzung, also die ich sozusagen den Autoren dann aufgetragen habe, sodass damit wiederum dann auch eine gewisse Einschränkung von Sichtweisen dann damit verbunden ist. Ich würde gleich mit dem biografischen Teil anschließen. Der macht wahrscheinlich nochmal augenscheinlich, dass es auch ein ganz interessantes Beziehungsverhältnis ist, ein anderes interessantes familiäres Verhältnis. Und ich lese einfach wieder kurz vor. Der Teil ist überschrieben zur biografischen und zeitgeschichtlichen Einordnung. Jetzt ein Sprung. Ockingham wurde 1946 in Boulogne nahe Paris geboren, als Kind einer bürgerlichen Großfamilie. Seine Mutter hatte 10 Kinder geboren und unterrichtete als Französischlehrerin an einem Mädchengymnasium. Sein Vater war ein Mathematiker. Sexuell aktiv wurde Ockingham als 15-jähriger Gymnasiast mit seinem Philosophielehrer, mit dem er auch in den folgenden Jahrzehnten verbunden blieb. Ockingham genoss höhere Schulbildung und studierte Philosophie. 1968 gehörte er zu den linken Studierenden, die die Sorbonne besetzten. Ockingham wuchs in einer Zeit auf, die einerseits von den Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs geprägt war, der Kollaboration des Vichy-Regimes, andererseits prägten die französischen Kolonialkriege in Indochina und in Algerien seine Jugend. Gerade 16 Jahre alt, als der Algerienkrieg zu Ende ging, musste er in seiner Jugend mit der Möglichkeit rechnen, später als Soldat in diesen Krieg eingezogen zu werden. Dass ihn dieser gesellschaftliche Hintergrund geprägt hat, wird auch aus seiner Auseinandersetzung mit dem Algerienkrieg, dem französischen Kolonialismus und dem damit verbundenen Rassismus deutlich. Unter anderem mit Jean Genet, Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre teilte er seine Sympathie für die aufständischen Kolonisierten. Das faschistische Vichy-Regime hatte im Jahr 1942 auch erstmals unterschiedliche Schutzaltergrenzen für gleich- und andersgeschlechtliche sexuelle Handlungen festgelegt. Damit wurde die völlige rechtliche Gleichstellung, wie sie seit der Französischen Revolution gegolten hatte, beseitigt. Es hatte von 1791 bis zum Jahr 1942 keine Sondergesetze für gleichgeschlechtlichen Sex gegeben. Nun aber lag das Schutzalter für andersgeschlechtlichen Sex bei 13 Jahren, seit 1945 bei 15 Jahren, für gleichgeschlechtlichen Sex bei 21 Jahren. 1960 wurde die Repression gegen Homosexualität in Frankreich im Rahmen des Gesetzes über die öffentliche Verletzung des Schamgefühls noch einmal verschärft und schlossen sich intensivere Strafverfolgung sowie Übergriffe seitens der Polizei gegen Homosexuelle an. Die Bedingungen für emanzipatorisches Streiten aus der Sicht eines jungen schwulen Mannes waren damit jedoch immer noch ganz andere als in der Bundesrepublik Deutschland oder West-Berlin. Dort galt bis 1969 noch die Nazi-Fassung des Strafparagrafen 175, die jegliche sexuelle Handlung unter Männern unter Strafe stellte. Auch war der deutsche Kolonialismus durch die Alliierten beendet worden und spukte nur noch in den Köpfen einiger Ewiggestriger weiter, etwa bei Konrad Adenauer, der 1922 einer der Begründer der kolonialen Arbeitsgemeinschaft, eines Zusammenschlusses zahlreicher deutscher Kolonialgesellschaften gewesen war. 1974 wurden die letzten Kolonialgesellschaften vom Deutschen Bundestag aufgelöst. In Frankreich war die Auseinandersetzung mit Kolonialismus hochaktuell und prägte auch das Sexuelle. Ockingham war 1962 bis 1965 Mitglied der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei Frankreichs. Seitdem engagierte er sich in verschiedenen linken aktivistischen Gruppierungen. Seine Heimat fand er schließlich in der FHR, also Front Homosexuel der Aktion Revolutionnaire, die 1971 überwiegend von lesbischen Frauen gegründet worden war, in der aber von Anfang an auch Männer mitwirkten.
Mit ihrer ersten Aktion störte die FHR ein Treffen von AbtreibungsgegnerInnen. Eines ihrer weiteren wichtigen Themenfelder war der Kampf gegen die Kriminalisierung und Pathologisierung von Homosexualität, die sich schon 1971 abzeichnende zunehmende Dominanz von Männern in der Gruppe führte, noch im gleichen Jahr dazu, dass sich radikale feministische Lesben abspalteten und die Gruppe Guin Rouge bildeten. Also das ist vielleicht ein ganz interessanter biografischer Einblick zu ihm. Ich möchte noch einen kleinen biografischen Punkt noch mit anschließen, der auch mit interessant ist, weil gerade dieses Streiten in der FHR durchaus ein interessanter und wichtiger Punkt ist und wir auch die Wirkung von Medien dabei mitkriegen, also die zu so einer Spaltung führen können. Also das muss nicht aus einer Auseinandersetzung von Lesben, Frauen und schwulen Männern sozusagen dann herrühren, sondern es kann gerade ganz andere Ursachen haben. Und das wird in einer Passage, die ich jetzt von Rüdiger Lautmann aus dem Beitrag vorlesen würde, darin wird das sehr schön aufgearbeitet nochmal. Und zwar, Zwischenüberschrift ist hier, der Weg zum Buch Das homosexuelle Verlangen, französisch 1972, deutsch 1974. Und jetzt Rüdiger Lautmann. Mein spezielles Ziel ist es hier, Ockinghams Buch Das homosexuelle Verlangen als einen wahren Klassiker der queeren Wissenschaft sichtbar zu machen. Auch möchte ich selbst verstehen, aus welchen Gründen ich das Buch 1974 zu Unrecht wenig ernst genommen habe, ohne jetzt meinen Text mit diesen Gründen zu belasten. Das Werk wird bis heute weltweit beachtet, scheint aber in Deutschland weitgehend vergessen worden zu sein. Mehrfach erntete ich 2017 in sexualwissenschaftlichen Fachkreisen nur ein Achselzucken, als ich den Titel nannte. Wenn allerdings Eve Kosofsky-Sedgwick, Mitbegründerin queer-theoretischer Ansätze, dem Buch bescheinigt, Ockingham habe die paranoide Haltung als einzigartig für das Verstehen von Homosexualität und Homophobie etabliert, dann bezeugt allein schon das die Unaufmerksamkeit unserer hiesigen Szene. Ockingham nimmt eine heutige Position vorweg, wenn er ausführt, nicht die Homosexuellen hätten die Homosexualität erfunden, sondern die homophobe Gesellschaft. Wie kam es zu dem Buch? Guy Ockingham wurde im Sommer 1970 in die Redaktion einer radikal linksorientierten Zeitschrift berufen, TU, im Sinne von Wir wollen alles. Für die Schirmherrschaft hatte man Jean-Paul Sartre gewonnen. Hier begann Ockingham mit seinen familienkritischen Leitartikeln und diese Argumentation wird sich im Buch wiederfinden. 1971 hatte Ockingham mehrere der linksrevolutionären studentisch beherrschten Gruppierungen kennengelernt und jedes Mal mitgemischt. Nun aber entfernte er sich allmählich von der Illusion des Pariser Mai 1968, die darin bestanden hatte, eine gemeinsame Front mit der Arbeiterbewegung zu bilden, sowie ein Verständnis und die Unterstützung der Radikallinken für die politisierten Homosexuellen zu gewinnen. Zitat: So sehr er und seine Mitstreiter bei TU auch anstachelten, die französische Linke als Ganze hielt sich anscheinend damit zurück, die Revolutionierung des Alltagslebens vollständig einzubeziehen. Andererseits schien die neu gegründete Frauenbefreiungsbewegung MLF, die amerikanischen Hippies und die amerikanische Gay Liberation Front in eine neue Richtung zu weisen. Diese Gruppen stärkten per Provokation und Bewusstseinsbildung ihre eigene Agenda und schoben sie ins Zentrum der öffentlichen Diskussion. Zitat Ende. So war endlich aus dem Persönlichen etwas Politisches geworden. Am 10. März 1971 brachte ein populärer öffentlicher Rundfunksender eine Diskussion über und mit Homosexuellen, die in einem Go-In von zahlreichen Lesben und einigen Schwulen gipfelte. Das Ereignis führte umgehend zur Bildung der FHR. Guy war dabei, er produzierte einige Wochen darauf ein Heft von TU mit wilden Parolen und zahlreichen Selbstbekenntnissen. Das Heft wurde auf Regierungsweisung eingezogen, der nominelle Herausgeber Sartre wegen Obszönität angezeigt, einer der Verkäufer arretiert. In der Presse, einschließlich der Linken, erschienen lauter Verrisse. Nun hatten auch die Homosexuellen ihren Mai 68, Hunderte erschienen zum nächsten Treffen der FHR. Auf der Maiparade 1971 marschierten die Lesben und Schwulen erstmals gemeinsam Arm in Arm, allerdings platziert weit hinten in dem Umzug. Auch einige Menschen in Dreck nahmen teil. Mit anderen verfasste Ockingham für die FHR 1971 den Bericht gegen die Normalität,
wie in den anderen westlichen Ländern wurde mit den bis dahin tätigen homophilen Selbstorganisationen gebrochen, die man nunmehr rechts liegen ließ. Indessen auch radikal linke Politik wurde verabschiedet, wie traditionelle Politik überhaupt. Ockingham zielte auf ein mehr diverses, breites Publikum. Hier tauchten die Ideen zur Phallokratie, zum Schwulen, der seine Inferiorität mit Ultravirilität kompensiert und so weiter erstmals auf. Auch diese Publikation wurde als obszön verboten und eingezogen. Ockingham suchte weiterhin die große Öffentlichkeit jenseits der radikalen Zirkel. Im Januar 1972 brachte der vielgelesene Nouvel Observateur, eine Art linker Spiegel, für den er langjährig schrieb, sein Selbstbekenntnis als Schwuler, darin enthalten die Schilderungen seines Coming-out und seines politischen Engagements. So etwas war für Frankreich völlig neu, ja vor dem Hintergrund einer gaullistischen Präsidentschaft sogar rebellisch. Als Identitätsbekräftigung aber wollte Ockingham das mitnichten verstanden wissen, sondern als eine dosierte Provokation. Statt der erwarteten Schmähungen erhielt Ockingham überwiegend freundliche Reaktionen. Er avancierte über Nacht zur Zelebrität. Auf den Straßen erkannte man ihn an Lockenkopf, Jungsgesicht und schwarzem Lederjackett und er regredierte zum Spezialisten für alles Homosexuelle. Er beklagte sich, angestarrt und seines persönlichen Lebens beraubt zu werden. Gegen seinen Willen war er zum Gesicht der schwulen Politik geworden und dies als jemand, der in den Kategorien Homo- und Heterosexualität vor allem bürgerliche Konzepte und Unterdrückungsinstrumente erblickte. Die anfänglich von Frauen dominierte FHR zog nun schwule Männer an, die deren Versammlung zum Grusen nutzten, was zur Abspaltung und nach 3 Jahren zur Auflösung führte. So zerbrach die Gruppe FHR, überging Going Public. Die ursprünglich dominierenden Lesben zogen aus, weil das gewaltige Medienecho der Gruppe ein maskulines Gesicht gegeben hatte. Die Fraktion der radikalen Lesben verweigerte sich aus prinzipiellen Gründen der Kooperation mit jeglichen Männern. An diesem Vorgang werden 2 Charakteristika deutlich. Zum einen verhindert das Festhalten an reinen Programmen die einflusssteigernde Kooperation verschiedener Strömungen. Zum anderen kommt der Anstoß zur schwächenden Spaltung von außen, beruhte doch die Sensationsmache um Ockinghams Bekenntnis letztlich auf der herrschenden Homophobie. Mann beißt Hund ist die bessere Meldung als die umgekehrte Banalität. Und so war die Selbstpublikation eines gut aussehenden Schwulen eben die damals erwartungswidrige Neuigkeit. Ockingham selber schien durchaus unglücklich über diese Prominenz für sein Homosexuellsein, das er für sich in dieser identitären Eindeutigkeit überhaupt nicht akzeptierte. Als Rendite erhielt er Veröffentlichungsangebote, unter anderem von Sartre. Dies alles ereignete sich ungeplant. Also insofern die Bedeutung von Medien nicht zu unterschätzen dabei, also das wird einmal hier schon deutlich. Und er setzt gerade nicht darauf, dass er damit gerade eine Bekanntheit gewinnt oder eine Identität gefestigt wird. Das ist anders als zum Beispiel die Überschrift Wir sind schwul, die Ende der 70er Jahre den Stern geprägt hat, wo 682 Schwule sozusagen sich öffentlich bekannt haben, in Anlehnung sozusagen erstmal an die Frauen, die vorher geschrieben hatten, wir haben abgetrieben. Also es ist sozusagen eine andere Richtung, die hier aufscheint. Er möchte gerade Identität nicht so stark gefasst wissen und auf der anderen Seite läuft aber was anderes mit. Zur Bedeutung von Medien vielleicht ein kleiner Literaturhinweis mit am Rand. Es gibt gerade von jener Bayramo ein sehr schönes Buch, das heißt Queere Unsichtbarkeiten, also das Un in Klammern gesetzt, was die Wirkung von Boulevardmedien untersucht hat. Also er hat ganz lange die Bild-Zeitung untersucht, auch gerade für Geschlechterfragestellungen und sexuelle Fragestellungen. Tatsächlich, das muss ganz furchtbar gewesen sein, also die ganzen Jahrgänge durchgegangen und so. Und arbeitet sozusagen die Wirkung heraus, aber auch was selbst wenn Negativdarstellungen gewählt werden, sozusagen positive Wirkungen von solchen Boulevardmagazinen sein können. Das für die Bild-Zeitung, also da zum Beispiel in den 60er Jahren gab es einen mehrwöchigen Schwerpunkt, der hieß die Verbrechen der lesbischen Frauen. Also kann man sich intensiv mit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite
zieht jener bei Ramolo noch die türkische Hürriyet mit hinzu und vergleicht die Diskurse. Also gerade in dem deutschsprachigen Medium wurde zum Beispiel die Situation von lesbischen Frauen dann zugespitzt, in der türkischen Presse gerade die Situation von Transpersonen. Beides ist durchaus sehr lesenswert und es ist insofern nochmal, also was er vorschlägt, ganz interessant, weil er gerade sagt, wir müssen auch in einer Geschichtsschreibung, also auch in einer queeren Geschichtsschreibung, gerade auch negative Ereignisse wesentlich mehr in den Blick nehmen. Es gibt nicht eine stete Fortschrittserzählung, sondern wir müssen tatsächlich die Aufs und Abs in den Blick nehmen und wir müssen auch die Gefühle von Scham und unsere Schamhaftigkeit jeweils mit im Blick haben und nicht immer nur das, was dann sozusagen als die große, tolle Fortschrittserzählung dann berichtet wird. So, das als wiederum Einordnung. Und damit würde ich jetzt noch, das ist jetzt tatsächlich zweimal knapp zwei Seiten und wäre dann sozusagen mit dem Vorstellen am Ende und dann bis dahin haben sich wahrscheinlich auch ein paar Fragen herausgebildet oder auch Anmerkungen, Ergänzungen und dafür wäre dann auch Gelegenheit. Und deshalb, wir haben jetzt so ein bisschen Einführung gemacht, was kann es heute bedeuten? Als zweiten Punkt haben wir auf die Biografie geguckt. Da tauchte schon dieses homosexuelle Verlangen, das Buch mit auf. Und jetzt soll es mit einem Auszug aus dem Beitrag von Norbert Reck um dieses Buch, das homosexuelle Verlangen, gehen und gerade in seiner Reichweite ausgedrückt. Also, was kann es tatsächlich bedeuten, dieses Buch? Und die Zwischenüberschrift heißt: Das Verlangen, ein breiter Strom ohne Namen. Anstelle der Homosexualität, das gleichgeschlechtliche Verlangen sehen zu lernen, kann einige überraschende neue Einsichten zutage fördern. Auszugehen ist von der bleibend gültigen Erkenntnis Freuds, dass gleichgeschlechtliches Verlangen keineswegs die spezifische Libido der eingrenzbaren Gruppe der Homosexuellen bezeichnet, sondern dass grundsätzlich alle Menschen, bewusst oder unbewusst, gleichgeschlechtliche Gefühle erleben. Und man kann hinzufügen, natürlich erleben auch alle Menschen heterosexuelle Gefühle und Zuneigung zu Kindern. Und das geschlechtlich unspezifische Bedürfnis nach Nähe, nach Wärme und Schutz, nach Beschützen wollen. Zudem erleben sie die Anziehung durch bestimmte Körperteile, knackige Hintern, breite Schultern, schöne Beine, Waschbrettbäuche, eckige Formen, runde Formen. Das Angesprochensein durch bestimmte Kleidung, durch Gerüche, das Verlangen nach bestimmten Körpersäften. Nach bestimmten Arten der Berührung, nach Eindringen, nach Durchdrungenwerden, nach Haut, nach bestimmten Arten von Haut, nach behaarter Haut, nach haarloser Haut. Je näher man hinschaut, desto vielfältiger wird das Bild der unterschiedlichen Formen des Verlangens. Je näher man hinschaut, desto deutlicher wird, dass Begriffe wie Homo- oder Heterosexualität extrem abstrakte, verallgemeinernde Begriffe sind, die höchstens an der Oberfläche etwas mit dem konkreten Verhalten und den Wünschen von Menschen zu tun haben. Es gibt keine Homosexuellen, die prinzipiell alle Menschen desselben Geschlechts begehren. Es gibt keine Heterosexuellen, die prinzipiell alle Menschen des anderen Geschlechts begehren. Alle unterscheiden hier zwischen für sie begehrenswerten und weniger begehrenswerten Erscheinungen. Niemand ist pauschal homo- oder heterosexuell. Und selbst Heterosexuelle können bei Menschen des eigenen Geschlechts zwischen Ansprechenden und weniger Ansprechenden unterscheiden, wenn sich auch viele fürchten, das zuzugeben. Zudem zielen die verschiedenen Formen des Begehrens, das mag eine weitere narzisstische Kränkung sein, nicht auf bestimmte Menschen, sondern auf bestimmte Züge, Formen, Gerüche, Schlüsselreize, auf bestimmte Praktiken, Bewegungen, Berührungen. Freundschaft und Liebe zielen auf bestimmte ganze Menschen. Das Verlangen nicht und es ist auch nicht exklusiv. Es lässt sich nicht auf den geliebten einen Menschen beschränken, sondern möchte auch mit dem hübschen Schalterbeamten und der witzigen Kassiererin im Supermarkt in irgendeine Art des Austauschs treten. Es wäre ein anthropomorphes Missverständnis, daraus etwas über Liebesbeziehungen abzuleiten und das freischweifende Verlangen als Anlass für Eifersucht zu nehmen. In ödipal verfassten Beziehungen, in denen alle Gefühle und alles Begehren nur dem einen angetrauten Menschen gelten dürfen, sind solche Missverständnisse endemisch und produzieren Verunsicherung, Angst, Aggressionen und wiederum Schuldgefühle. Wer sich aber den Charakter des Verlangens klar macht und seine eigenen Reaktionen auf die Reize anderer Menschen beobachtet, lernt die Realität mit anderen Augen sehen. Zitat:
Das Verlangen ist zu Beginn ein universell verbreitetes Ganzes, eine Einheit aus verschiedenen, nicht exklusiven Tendenzen, aus Erotismen, kombiniert nach dem Muster und, nicht nach dem Muster, entweder oder. Zitat Ende. Darin liegt nicht der Imperativ, dass nun alle Schwulen und Lesben auch ihre heterosexuellen Anteile entdecken müssten. Im breiten Strom des Verlangens gibt es kein Müssen und schon gar nicht die Pflicht, den ganzen Strom auszutrinken. Darin liegt vielmehr die Beobachtung, dass die Dinge im Fluss sind und keine festen Grenzen haben und vor allem, dass es ein gemeinsamer Fluss ist, der das Verlangen der Menschen bildet, nicht verschiedene streng getrennte Kanäle, in denen unterschiedliche Menschenarten schwimmen, die sich unüberwindbar fremd sind. So wie es keine Menschenrassen gibt, aber doch Menschen mit verschiedenen Hautfarben, so gibt es auch keine Sorten des Verlangens, aber doch Menschen mit verschiedenen und sich immer wieder ändernden Wünschen. Für den lebendigen Strom des Verlangens sind Homosexualität und Heterosexualität rein imaginäre Kategorien. Sie würden den Fluss zum Stehen bringen, wenn sie könnten. Aber, so schreibt Ockingham, wo das Verlangen handelt, hat das Imaginäre keinen Platz mehr. Im Bild vom Strom liegen keine Imperative, sondern die Einladung, Vertrauen zu entwickeln, keine Angst zu haben vor den verschiedenen Regungen unseres Verlangens, vor dem Verlust der Identität. Wer schwimmen lernt, braucht sich vor dem fließenden Wasser nicht mehr zu fürchten. Das sich treiben lassen, in dem alle Begegnungen möglich werden, dies ist der Moment, in dem das Verlangen produziert ist, ohne dabei Schuld zu erzeugen. Also, daraus wird vielleicht deutlich, was tatsächlich das produktive Queere sozusagen sein kann in solchen Schriften von Guy Ockingham, also der tatsächlich im Anschluss an Sigmund Freud gerade sexuelles Verlangen und Begehren nicht als irgendwie klar getrennt und in Schubladen gesteckt einordnet, sondern tatsächlich als Möglichkeitsräume, die erstmal jeder Mensch erstmal für sich hat. Und ich finde auch mit den Metaphern Norbert Reck drückt das auch durchaus sehr schön und sehr lesbar dann wiederum auch aus. Also das sozusagen ein Stück weit ein Blick auf das Hauptwerk, selbstverständlich nicht in der Breite dann. Mit dem letzten Beitrag wollen wir ein bisschen einen Blick nochmal auf den Punkt Rassismus legen. Das ist durchaus ein ganz interessantes Themenfeld, weil wir bei Guy Ockingham nachvollziehen können, wie er sich nachher nach und nach weiterentwickelt hat. Also zunächst hat er den Begriff Rassismus relativ unreflektiert verwendet, also eher im Sinne auch von Diskriminierung. Also er hat von einem Rassismus gegen die Homosexuellen gesprochen. Nach und nach hat er dann mitbekommen, dass damit bestimmte Sichtweisen unsichtbar gemacht werden, dass Streiten gerade von schwarzen Personen, von den Kolonisierten unsichtbar gemacht werden und nutzt andere Begriffe. Also insofern seine Biografie ist dabei ganz interessant anzusehen. Und in dem Aufsatz, der dann hier übersetzt ist, nutzt er aber auch schon und beschreibt damit die Veränderungen in der Schwulenbewegung. Er nutzt schon den Begriff eine weiße Homosexualität in jedem Sinne des Wortes. Also er sieht offensichtlich Veränderungen, die stattfinden, die er auf diese Weise dann beschreiben möchte. Interessant ist, dass gerade in Frankreich diese Diskussionen intensiver geführt wurden. Also der Band 3 Milliarden Perverse, so hieß das Buch dann in deutscher Übersetzung, wurde von Guy Ockingham auch im Wesentlichen verantwortet, wurde von Guattari dann aber herausgegeben, wiederum aus solchen Schutzinteressen und Ähnlichen dann dabei. Interessant ist, dass dabei sozusagen einiger Austausch über Rassismus in unseren sexuellen Fantasien stattfindet. Also das wird gerade durch die französischen Aktivisten dann davor genommen, die zum Beispiel sehr deutlich feststellen, sozusagen, also klare Zuordnung treffen, also im Mitblick auf die Araber beispielsweise feststellen, sie ficken uns, also damit ist ja eine ganz klare stereotype Zuweisung getroffen und aber gleichzeitig im gleichen Aufsatz angeschlossen wird, aber sie bleiben die Unterdrückten. Also insofern, es werden unterschiedliche Dinge zusammengedacht und das Ganze im Weiteren ausformuliert. Hingegen sah man, das wird auch aus der deutschen Übersetzung von 3 Milliarden Perverse dann deutlich, sah man keine Notwendigkeit darin, im deutschsprachigen Raum sich damit auseinanderzusetzen, obwohl, also das führen die Herausgeber, die tatsächlich eine wunderbare Arbeit gemacht haben, Diekmann und Pescatore sehr gut aus, sie
sagen, also erstmal Sie sagen aus, dass im Prinzip solche Betrachtungen dem deutschen Leser ja unverständlich sein müssten. Also deshalb bringen Sie die nur mit ein, weil es ja keine Araber in Deutschland geben würde. Gleichzeitig, wenn man auf andere frühe Arbeiten schaut, in der Schwulenbewegung, in der BRD und Westberlin, also zum Beispiel die Veröffentlichung im Rahmen des Tundenstreiks in den 1970er Jahren, sieht man ganz klare Zuweisungen, wie sie sich eben auch analog im französischen Raum zeigen. Also offensichtlich hat die Debatte in Frankreich wesentlich eher eingesetzt als in Deutschland. Könnten wir noch vertiefen, ich will nicht so viele Worte verlieren, sondern tatsächlich jetzt noch den abschließenden Teil vorlesen. Und das ist aus dem Beitrag in deutscher Übersetzung, wir können nicht alle im Bett sterben. Ich sage jetzt ein paar Worte vorneweg, es geht quasi um die Ermordung von Pasolini, also er war gerade ermordet worden von einem Sexarbeiter. Georgine Hemm setzt sich damit auseinander und es sind ganz viele verschiedene Namen eingeführt. Es ist alles im Anmerkungsverzeichnis dann erläutert, aber das wäre jetzt für eine Vorstellung etwas schwierig. Und deshalb würde ich einfach ein Stück springen, wo ich dann den Eindruck habe, dass es ganz gut funktioniert. Also wen das noch genauer interessiert, bitte nochmal genau nachlesen. Und zwar, ein Hauptmann der belgischen Gendarmerie schreibt in einem der Situation von Homosexuellen gewidmeten Artikel, Zitat, eine aufmerksame Überwachung dieses besonderen Milieus gestattet die Zusammenstellung einer Dokumentation, die bei der Entdeckung zukünftiger Betrüger, Mörder und Erpresser äußerst nützlich sein kann. Zitat Ende. Zwischenüberschrift: Die Homosexualität entkriminalisieren? Fragezeichen. Einige werden mir erzählen, dass dies genau das sei, wogegen wir kämpfen. Ach ja? Werden wir den rationalen Fortschritt der Justiz bei der Unterscheidung von Opfern und Tätern einfordern? Werden wir, wie es die respektablen homosexuellen Vereinigungen tun, verlangen, dass die Polizei und die Gerichte Anzeigen von Homosexuellen, die schlecht behandelt oder erpresst werden, annehmen? Werden wir erleben, dass Schwule genauso wie Frauen die Verurteilung von Vergewaltigern durch Gerichte und gesetzlichen Schutz verlangen? Ich denke, dass im Gegenteil selbst in einem Kampf für Befreiung die Hoffnung der Homosexualität immer noch in dem Umstand liegt, dass sie als delinquent wahrgenommen wird. Lasst uns nicht Selbstverteidigung mit Respektabilisierung verwechseln. Der Homosexuelle kommt häufig mit dem Mörder in Kontakt, nicht nur aufgrund von Masochismus oder einem Geschmack an der Grenzüberschreitung, sondern auch, weil eine Begegnung mit solch einem Typen eine reale Möglichkeit ist. Natürlich lässt sich das immer vermeiden. Man muss nur aufhören, in der Unterwelt zu grusen, auf den Straßen zu grusen, überhaupt zu grusen. Oder man reißt ausschließlich seriöse junge Männer aus der eigenen gesellschaftlichen Sphäre auf. Pasolini wäre nicht tot, wenn er es nur mit seinen Schauspielern getrieben hätte. Das ist es, was all jenen entgeht, die aufrichtig die Homosexualität entkriminalisieren und sie gegen sich selbst verteidigen wollen, indem sie deren Bindung an eine harte, gewalttätige und marginale Welt kappen. Diese Kämpfer sind sich nicht im Klaren darüber, dass sie sich auf diese Weise der breiten Bewegung anschließen, die es etwa in Frankreich und Amerika für die Respektabilisierung und Neutralisierung der Homosexualität gibt. Jene Bewegung wächst nicht aufgrund vermehrter Repression an, sondern stützt sich im Gegenteil auf eine intime Transformation des homosexuellen Charakters, befreit von seinen Ängsten und seiner Marginalität und endlich in das Gesetz integriert. Die traditionelle Tunte, liebenswert oder bösartig, der Liebhaber junger Macker, der Kenner öffentlicher Pissoirs, all dies aus dem 19. Jahrhundert überkommenen exotischen Typen räumen den Platz für den nicht beunruhigenden, modernen jungen Homosexuellen, 25 bis 40 Jahre alt, mit Schnäuzer und Aktentasche, ohne Komplexe oder Affektiertheiten, kalt und höflich, der einen Job in einer Werbeagentur oder als Verkäufer in einem großen Kaufhaus hat, befremdliches Verhalten ablehnt, der Macht mit Respekt begegnet und ein Freund des aufgeklärten Liberalismus und der Kultur ist. Vorbei ist es mit den Schmutzigen und den Grandiosen, den Amüsanten und den Bösen. Selbst der Sadomasochismus ist nichts mehr als eine auswechselbare Mode für die ordentliche Tunte. Noch eine Zwischenüberschrift, eine weiße Homosexualität.
Wir würden nichts dergleichen vermuten, verkehrten wir nicht in homosexuellen Kreisen, einem ziemlich geschlossenen Ganzen, das noch für den isoliertesten Homosexuellen das gesellschaftliche Bild seiner Lage prägt. Der normalisierende Druck nimmt rasch zu, auch wenn Paris und die Bars in der Rue Saint-Anne nicht für ganz Frankreich stehen. Während es immer noch Tunden gibt, die in den Vorstädten oder in der Gegend von Pigalle nach Arabern Ausschau halten, ist unbezweifelbar eine Bewegung für eine wahrhaft weiße Homosexualität in jedem Sinn des Wortes auf den Weg gebracht worden. Und es ist ziemlich seltsam, wenn man sich Reklame oder Filme anschaut oder wer aus schwulen Bars herauskommt. Das Auftauchen eines unisexuellen Modells, homo- und heterosexuellen gleichermaßen gemein, zu beobachten, das sich den Sehnsüchten und der Identifikation aller anbietet. Homosexuelle werden ununterscheidbar, nicht weil sie ihr Geheimnis besser verbergen, sondern weil sie in Körper und Seele uniform werden, der Saga ihres Ghettos verlustig, voll und ganz eingeführt, nicht in ihre Differenz, sondern in ihre Gleichartigkeit. Und jeder wird nur noch in seiner eigenen gesellschaftlichen Klasse ficken. Die dynamischen Juniorchefs werden mit Entzücken das Aftershave ihrer Partner riechen und selbst der Papst wird daran nichts mehr falsch finden können. Eine ganz natürliche Sache, wie ein vor kurzem herausgebrachter Film sagt, der neue offizielle Schwule wird nicht nach nutzlosen und gefährlichen Abenteuern auf dem kurzen Weg zwischen den sozialen Klassen suchen. Er wird sicher ein sexuell Perverser bleiben, er wird mit Faustfix und Flagellation experimentieren, auch mit der kühlen, guten Gesinnung sexualwissenschaftlicher Magazine. Keine gesellschaftliche Gewalt, sondern Sextechniken. Pasolini war altmodisch, das ungeheure Überbleibsel einer Epoche, die wir jetzt hinter uns lassen. Also das als Abschluss angeführt. Vielleicht eine kleine Nachbemerkung dazu. Also es geht mir jetzt nicht darum, sozusagen, dass wir das Verruchte an so einer Stelle überhöhen oder jetzt zum Beispiel hier rausgehen und sagen, okay, wir suchen jetzt nach einem sexuellen Abenteuer, wo wir vielleicht mal mit unserem Mörder in Kontakt kommen sollen oder sowas. Das ist sozusagen jetzt nicht mein Anliegen dabei, sondern es geht eher darum, tatsächlich zu gucken, welche Veränderungen finden statt. Was wird eigentlich respektabel gemacht in einer Gesellschaft? Was wird an anderer Stelle wiederum ausgeschlossen und wie wollen wir tatsächlich unser Begehren jeweils gestalten. Das bedeutet auch, also es geht darum, etwas für die Zukünftigkeit zu entwickeln. Wir werden auch nicht dahin zurückkommen zu sagen, es gibt nicht diese starren Identitäten oder diese starren Schubladen, sondern die sind einmal da und die sind natürlich erstmal ganz konkret in der Welt. Das bedeutet auch eine Zukünftigkeit und wie wir etwas weiterentwickeln wollen in Bezug auf unser Begehren und Verlangen, kann sich immer nur daran anschließend entwickeln. Also würde diese ganzen Identitäten, die wir dabei haben, dann auch letztlich aufnehmen. So, also das vielleicht als von meiner Seite jetzt erstmal als Vorstellung für den Band. Ich hoffe, er hat so ein bisschen Lust gemacht und angedeutet, dass auch ein bisschen was damit noch zu holen sein kann und vielleicht auch die eine oder andere Person zur Lektüre angeregt. Wenn jetzt noch Fragen wären, könnten wir gerne damit einsteigen und da auch als kleine Anmerkung, die Fragen und Anmerkungen, Diskussionsbeiträge werden jetzt auch nicht aufgezeichnet, sondern das war jetzt nur die Vorstellung. Dankeschön.